Ich glaube, den Frosch hat gerade jemand erwürgt und das war so sein Schmerz. Hallo bei den Spielzeugtestern. Heute spielen wir Kletterfrosch. Burgkletterfrosch. Ja. Und zwar für 2 bis 4 Spieler von 5 bis 99 Jahren von Haber. Und weißt du, wer zuerst anfangen darf? Du. Nee, wer am lautesten quaken kann, wie ein Frosch. Wie quakt denn ein Frosch? Quack! War das eine Ente oder ein Frosch? Ja. Quack! Ich weiß nicht. Das quack! Das hört sich an wie eine Kröte her. Eine Kröte ist dichter an einem Frosch als eine Ente. Einmal du und dann ich. Du erst. Okay. Quack! Und das war furchtbar. Ich glaube, den Frosch hat gerade jemand erwürgt und das war so sein Schmerz. Das war jetzt wirklich gar nicht gut. Ich fürchte, du hast schon gewonnen. Ne. Du kannst es gar nicht mehr versemmeln, es sei denn, du machst jetzt Törö oder so. Also ich glaube, Frösche werden wir in unserem nächsten Leben nicht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit der Jüngsten an, so wie wir das sonst auch gemacht haben. Aber vorher zeigen wir euch einmal den Aufbau vom Spiel. Ja. So sieht das ganze Spiel aus der Nähe betrachtet aus. Hier haben wir den kleinen Frosch, der uns nachher helfen wird, die verschiedenen Kugeln zu den Bewohnern hier zu bringen. Hier haben wir mal so ein Burgbewohner-Set. Das wäre jetzt zum Beispiel die orange Kugel, weil der hat da so einen Kürbis in der Hand. Und das seht ihr da. Und da sind die Bewohner. Und ihr nehmt auf jeden Fall ganz am Anfang ein komplettes Set raus. Denn es ist wichtig, dass ihr ein freies Fenster habt. Ja. Ein Fenster muss immer frei bleiben. Und dann haben wir hier die Eieruhr. Die müsst ihr am Anfang nicht benutzen, aber das erschwert das Ganze natürlich. Wir wissen jetzt beide nicht, welcher Bewohner hier hinter den Türchen ist. Ja, außerdem, weil wir haben den ja eben gerade umgedreht, aber das zählt nicht. Genau, die wurden alle gemischt, genauso wie die Karten. Dreh mal direkt die erste um und dann wissen wir, wen wir als erstes suchen müssen. Ah. Den König. Ja, und der hat ja zum Beispiel eine lila Kugel. Ja, also müssen wir die lila Kugel hier rauf tun. Genau, das heißt, der Frosch muss die lila Kugel zu dem König transportieren. Aber wir wissen natürlich gar nicht, wo der König ist. Ja, also versuchen wir jetzt mal aufzudecken. Genau. Was wir euch eben noch nicht gezeigt haben, ist, dass es hier kleine Puzzleteilchen gibt. Ja. Die kann man noch rausdrücken und die erschweren das ganze Spiel. Das heißt, wir spielen einmal die etwas einfachere Variante, einfach für mich auch zum Üben. Und ja, dann, und dann die schwere. Genau, und Trick ist einfach, wir haben ja jetzt den König, dann auch wirklich mit dem Ball in das passende Loch reinzutreffen. Aber erstmal müssen wir natürlich wissen, wo der König überhaupt ist. Das heißt, ja. Hannah fängt an. Und sie darf jetzt gucken oder ein Feld aufdecken, wo der König drin ist. Und wenn der König nicht dahinter ist, dann musst du ihn da reintun. Ja. Und dann wäre ich dran. Ich nehme das. Der. Okay, wen hast du da? Was ist das für ein Mannequin? Ach, das ist der hier mit der Trommel, ne? Ja, das wäre die grüne Kugel. Ah, okay. Dann nehme ich einfach mal das Fenster hier. I cannot see. Ah, eine Prinzessin. Die kommt jetzt in dieses freie Feld. Das ist einfach, damit es ein bisschen schwieriger wird. Ja. Der König. Du hast den König, okay. Du schnappst dir die beiden Bällchen. Hier sind nämlich kleine Kugeln. Und jetzt muss ich... Stopp, warte. Ich muss erst gleich Aber jetzt muss ich so hoch. Genau, und du musst genau dieses Loch treffen. Ja. Und wenn die Kugel vorher runterfällt, hast du schon verloren. Ja, und dann... Oder wenn die Kugel in ein falsches Loch reinfällt, hast du auch verloren. Und dann kommt die Karte weg. Ja, wenn du es schaffst, kriegst du die Karte. Ja, oder wenn die Zeit abgelaufen ist. Genau, warte, wir drehen die jetzt zusammen um auf die Plätze. Fertig, los. Das machst du schon sehr gut. Mega. Ja, guck mal, wenn da jetzt nämlich die Puzzleteilchen raus wären... Bitte was? Also das ging jetzt entschieden zu einfach für dich. Hannas Runde ist jetzt vorbei. Das heißt, die Kugel kann man wieder rausnehmen. Wenn man es so nicht schafft, kann man von hier hinten... Hier kann man nämlich durchfassen, weil das ist wie so ein Dreieck. Schaut mal, ja. Wie so ein Häuschen. Kann man von hinten durchfassen, die Kugel wieder hier hinlegen. Und... Achso, wir wollten eigentlich ein paar Karten davon wegnehmen, ne? Egal. Egal, wir machen jetzt einfach. Ja. So, der König wird wieder umgedreht.
Denn es gibt von jeder Karte zwei. Und jetzt drehe ich um und jetzt habe ich eine Hexe. Hallo, ich bin. Eine Hexe. Die hatten wir noch gar nicht, ne? Ja. Warte, ich nehme mal. Ich nehme mal hier unten. Welche Kugel ist das? Blau. Hellblau. Hellblau. Ich habe so einen mit einer Kanonenkugel. Achso, ich muss ja hier oben rein. Der Salat. Ah, der Koch mit dem Salat. Genau, ja. Ich tue das hier drüben hin. Jetzt bin ich wieder dran. Jetzt nehme ich mal einfach hier ganz oben. Ich muss ganz nach oben. Muss ich doch immer da auf. Stimmt, du musst es auch ganz nach oben. Als erstes brauchen wir die hellblaue Kugel. Die kommt auf den Froschkopf drauf. Ich drehe die Zeit um, denn Hannah muss die andere Kamera halten, damit ihr das auch aus der nächsten Nähe seht. Und ich muss immer weiter nach hinten. So, wie komme ich da jetzt rüber? Ein bisschen. Yes. Chaka. Du hast doch immer noch ein bisschen Zeit. Ja. Oh, das ist aber nicht mehr so viel. Du warst schneller als ich. Ja. Das heißt, ich bekomme die Hexenkarte. Die blaue Kugel kommt wieder hier unten hin. Die Hexe wird wieder umgedreht. Und was meinst du, sind wir schon startklar, die Puzzleteile rauszunehmen? Oder ja. Ja, okay. Gut, dann helfen wir mal. Oh, das kann nicht so einfach, ne? Kann man das von hinten? Ja. Ah, man kann von hinten durchdrücken. Ah. Was hast du? Die Prinzessin. Weißt du noch, wo die war? Die haben wir eben gehabt, ne? Ich weiß auch nicht mehr, wo die war. Ich guck mal hier. Nee, das war dann mal der Kanonenkugel. Das gut, jetzt bin ich dran. Ich versuche hier unten. Der mit dem Kohl! Der Koch mit dem Kohl! Ach Quatsch, ich muss ja da oben hin. Das verwirrt total. Nein, das ist die andere. Das ist ein. Ach, Ding. Stimmt, das ist gar keine Prinzessin. Das ja, ist so wie das eine Magd oder sowas. Oh je, jetzt bin ich völlig verwirrt. Oh, ich habe so ein Kasperle. Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, schon. Also ganz ehrlich, jetzt haben wir bald alle aufgedeckt. Hatten wir das schon? Ja. Der mit der Trommel. Ich glaube, jetzt sind wir bald durch. Ha! Du hast Glück. Gut, das ist die pinke. Ja, genau. Oh, warte. Oh mein Gott. Wichtig. Voll einfach. Und los. Ach, stimmt. Du hast, ja, was heißt voll einfach? Du hast ja jetzt mehr Löcher. Aber du bist einfach zu gut. Du, also, ich bitte dich. Die hätte ich gar nicht umdrehen müssen. Ja. So, und jetzt darf ich eine aufdecken. Der König. Hatten wir den nicht eben schon? Ja. Ich hab nutzt mir bloß auch nichts. Das heißt die lila Kugel. Ja. So. Und jetzt. So. Das ist die Prinzessin. Verstand? Ja, das war jetzt nicht besonders schlau von mir, ne? Ja. Tja. So. Der König. Nicht dein Ernst. Ja. Warte. Halt, stopp. So, bist du startklar? Ja. Los. Okay. Du bist einfach zu gut für dieses Spiel. Die Prinzessin. Endlich deine Prinzessin. So, wo ist sie jetzt? Ich habe ihr das gemacht. Du beliebst zu scherzen, oder was? Nee. So, welche Kuh? Gelb. Ja. Und los. Ja, das ist vielleicht aber auch gar nicht so einfach, weil das ganz unten ist. Ich vergesse zu filmen. The drop is forming in the air. Wer hätte gedacht, dass das unterste Feld mit das schwerste ist? Ich nicht. Schnell, die Zeit ist gleich abgelaufen. Und die Zeit ist tatsächlich noch nicht abgelaufen. Ja, aber guck mal, das ist das Schwerste. Das ist, aber es ist echt schwer. Du hast wirklich... Guck mal, die nächste Karte. Vielleicht sollten wir machen, wer als erstes 5 Karten hat, hat gewonnen, okay? Du hast jetzt 4, ne? Okay, ich muss aufholen. Also ich habe tatsächlich erst eine Karte und Hannah hat schon 4. Jetzt habe ich den Trommler. So, mit dunkelgrün. Den haben wir jetzt schon dreimal gefunden. Ja. Und jetzt findest du ihn einfach nicht. Hier unten war jetzt gerade die Prinzessin. So. Ja. Irgendwo hier oben war der König. Ich nehme ich das oder das? Ah, hat einer von euch aufgepasst? Ich habe aufgepasst, wo der König ist. Ja, den König brauche ich ja aber gar nicht. Ich brauche ja den Trommler. Ich nehme die hier jetzt. Nein. Die Magd mit ihrem rosa Ding. Ja. Die geht nicht hier. Den Trommler.
Auf die Plätze, fertig, los. Da oben muss sie hin. Mega, da brauche ich gar nicht auf die Eieruhr gucken. Ja, da hast du 5 Karten. Ich habe eine lumpige Karte. Also normal könnte man jetzt den ganzen Stapel aufspielen und wer dann die meisten Karten hat, hat gewonnen. Aber ich habe das Gefühl, ich habe gegen Hanna keine Chance. Erstmal hast du ein besseres Gedächtnis, wo welche sind. Und du bist echt super da drin, die Kugeln da zu versenken. Ja. Und das, obwohl die Puzzleteile raus sind. Ja. Ich hatte, weißt du, dass ich einmal gespielt habe? Ich habe einmal gespielt. Einmal durfte ich die Kugel nach oben hieven. Also mein Fazit ist, das ist glaube ich doch eher was für kleinere Kinder. Weil es ist, ich empfinde es nicht als so schwer. Nee. Oder? Ich weiß natürlich nicht, wie das ist, wenn man jetzt mit einem 5-jährigen Kind spielt, ob das dann schnell frustriert ist, weil das nicht so richtig klappt. Aber für uns beide, würde ich sagen, ist ein niedliches Spiel, aber wir sind schon ein bisschen zu alt dafür. Oder? Ja. Oder kommt mir das nur so vor? Nee, ich suche gerade den Salat. Das könnte noch ein Tick schwerer sein für uns. Wenn euch das Spiel gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Oder wenn ihr das Spiel vielleicht selber auch zu Hause habt. Ja. Bing, bing, bing. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss.